Was hat sich denn hier abgespielt? Der Niedergang. Doch das erleichtert die Dinge für uns. Ich hoffe, du hast recht. Das hoffe ich auch. Ein Behemoth. Wer würde sich solch eine Bestie halten? Worauf warten wir dann noch? Thank you.
hinter mich! Ich werde ihn aufhalten! Joshua! Ich werde das schon schaffen, ich bin dein Schild. Ich glaube, das ist eine Aufgabe für Ifrit. Aber du hast doch noch mich, Bruder! Wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir zusammen! Das ging nochmal gut.
Schnell, bevor die Brücke wegbricht. Wie bei den anderen, liegt der Eingang zum Heiligtum sicher am Fuß des Kristalls. Wir sind fast da. Durch. Das Tor hier drüben ist offen. Thank you.
Über diese Brücke dort gelangen wir ins Heiligtum. Dann ist es nicht mehr weit.
Verderbnis macht vor nichts halt. Wir müssen hier einhalten. Konzentrier dich. Wir müssen da durch. Thank you.
Es hört einfach nicht auf. Die ganze Armee ist hier. Zurück, Joshua. Ich beschwöre Ifrit. Stopp, Clive. Hör mich an. Wenn du dich hier verausgabst, wirst du nicht genug Kraft haben, um den Kern zu zerstören. Was soll ich dann tun? Die Überraschung gelungen? Wie seid ihr? Geth. Er hat uns gesagt, wo ihr sein würdet. Und sogar einen Riss in der Mauer gefunden. Und als wir das Feuermeer am Himmel gesehen haben, haben wir nicht länger gezögert. Wir waren nicht untätig. Was verschafft uns die Ehre? Ich begleiche nur meine Schuld. Prinz Deon. Gut, euch wohl aufzusehen. Ihr seid also Ifrit. Euer Onkel gab mir eine Nachricht. Vertraue deinem Herzen und es wird deine Klinge führen. Du bist deines Vaters Sohn. Seine Worte. Danke. Für alles, eure Hoheit. Deon, bitte. Euch ist schon klar, dass wir bis jetzt allerhöchstens den Putz hier von der Wand geklopft haben, oder? Wenn die edlen Damen und Herren also langsam so weit wären? Schön gesagt, Geth. Wir haben viel zu tun. Ich schätze mal, dass du da reingehst, egal was ich dir sage. Aber versprich mir bitte, dass du gut auf dich aufpasst. Tante wäre am Boden zerstört, wenn dir was passiert. Wo sie mich extra das ganze Zeug nach Ashra hat schleppen lassen. Das wollen wir nun wirklich nicht. Also, du kaufst mir was ab, ja? Willkommen an Götz Bütchen. Brauchst du noch was anderes? Danke. Brauchst du noch was anderes? Danke. Gut, hier, bitteschön. Alles erledigt? Anderes brauchst du nicht? Wäre Sid heute bei uns, wäre er sicher stolz auf dich, Clive. Stolz auf uns alle. Jeder Abschied birgt die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Wir werden uns finden. Wir werden uns finden.
Siehst du, Clive? Wir sind nicht allein. Wenn wir siegreich sein wollen, muss jeder seinen Teil tun. Und unserer, der liegt hinter diesen Türen. Wir haben hart für diesen Moment gekämpft. Sids Traum, unser Traum, ist zum Greifen nah. Nun müssen wir die letzte Prüfung bestehen. Und das werden wir. Gemein. Ihr wisst alle, was uns hinter diesem Tor erwartet. Doch niemand stellt sich dem allein. Ja. Ja. Anscheinend wird hier noch nach uns verlangt. Ich halte sie auf. Wir halten sie auf. Geht! Lasst euch nur nicht zu viel Zeit! Danke. Joshua! Joshua! Wach auf! Clive, was ist los? Das ist nichts, Donner. Willkommen in unserer Finsternis. Eine Schlucht zwischen den Welten, die euch einlädt zur Besinnung. Zeig dich uns! Schwer und zahlreich sind die Sünden der Menschen. Und ihr sollt sie nun erkennen. Die Zeit ist reif. Das Schicksal hat euch die Rückkehr gewährt. Also empfanget unsere Offenbarung. Ich fürchte, wir sind hier gefangen. Und den einzigen Ausweg bietet Ultima. Wir finden ihn und verschwinden. Zurück zum Ursprung.
als die Welt noch sehr jung war, schenken wir ihr ein Wunder, Magie, und in ihrem Licht erblühte das Leben. Aber wenn die Magie der Ursprung der Fäule war, was ist dann mit den Mutterkristallen? Die Antwort gibt er uns sicher gleich selbst. Barnabas wollte. Ein Paradies ohne Fäule, wo sein Gott ihn erwartet. Und wir. Wir sollten ihm dorthin folgen. Und dafür alles hinter uns lassen. Unseren Willen aufgeben. Also will Ultima, dass wir Barnabas Werk vollenden. Spielen wir sein Spiel mit. Vorerst. Lichts, die wir streuten, würden wir ihn sammeln.
Die geeignete Physis jedoch erforderte Einfallsreichtum. Und so streuten wir die Saat der Menschheit. Du erschufst uns. Götter schöpfen und so auch wir. Wir streuten die Saat, damit du eines Tages sprießen würdest, Mythos. Wir glaubten unsere Zukunft gesichert und ruhten. Ein fataler Irrtum, wie wir erfahren sollten. Denn während unseres Schlafs beging der Mensch seine schwerste Sünde. Er erwachte. Allein taumelte er durch eine kalte und dunkle Welt, blind tastend auf der Suche nach dem herrlichen Licht seines Schöpfers. Schließlich versuchte er, selbst Licht zu entzünden. Und aus einem einzelnen, verirrten Funken ward sein Wille geboren. Der Mensch hatte sich selbst entdeckt. Bald richtete er seinen Blick in sich und fand Verlangen nach mehr. Mehr von dem, was nur Magie ihm schenken konnte. Also führte er Kriege und erschlug seinen Nächsten für dieses kostbare, doch schwindende Gut. Und Valisthea vergoss schwarze Tränen. Ist er zu blind zu erkennen, dass die Fäule, die er brachte, nicht unsere Schuld ist? Nicht zu blind, nur zu stolz für die Wahrheit. Denn er ist genau wie wir. Genau wie wir begannen. Die Schuld trägst du. Unser Wille ist aus Not entstanden, weil du uns verlassen hast. Und den sollen wir jetzt aufgeben? Für einen Platz in deinem neuen Paradies? Du glaubst also, ein solcher würde euch zustehen? In unserer Welt ist kein Platz für Menschen. Bist du nicht fähig, diese Tatsache zu verstehen? Wir brauchten immer nur allein dich, Mythos,
Und wenn die Zeit kommt, uns von diesem verrotteten Reich zu lösen, wird niemand folgen, niemand bleiben. Was genau bedeutet das? Dies ist unsere Welt. Ist ihre Wiedergeburt vollzogen, hat die Menschheit ihren Zweck erfüllt. Weshalb sollten wir eure Existenz weiterhin erdulden, wenn sie uns solchen Verdruss beschert hat? Weil diese Welt nicht dir gehört! Sie gehört uns allen! Was? Ein weiterer Irrtum von dir. Euch gehört nichts als euer erbärmlicher Wille. Bruder. Ich schaffe es nicht allein. Das musst du auch nicht. Wir sind die vielen Worte leid. Nun müsst ihr lernen, dass wir kein Ungehorsam unserer Diener dulden werden. Zu überleben. Diese Welt mag Fehler haben, mag zerstört sein, doch sie ist alles, was wir haben. Und wenn du sie nicht teilen willst, dann bleibt uns kein anderer Weg. Du musst gehen. Du magst vielleicht unser Schöpfer sein. Aber nun wählen wir unseren Weg selbst. Denn diese Welt gehört dir nicht mehr. Sondern uns. Beugt euch, ihr Sünder. Kniet vor mir nieder. Thank you.
Dich auserwählt. Und du wagst es, deine Hand gegen uns zu erheben? Was jetzt? Der Raum krümmt sich. Er will es beenden. Wäre nicht das erste Mal, aber garantiert das letzte. Dein Schicksal ist unabwendbar. Überlasse dein Fleisch der Dunkelheit. Dein Leib gehört uns.
wenn dich deine Mühen stärkten, laste die Sünde schwer auf deiner Seele. Aber Gnade ist dein. Tu Buße und alles wird vergeben sein. Sag mir, Clive, wie viele Leben hast du gerettet, seit du meinen Namen trägst? Und wie viele zerstört? Wohin wir auch gehen, hinterlassen wir ein Tränenmeer. Dies ist der Preis deines Willens, Sohn. Was nutzt uns denn die Freiheit, wenn unsere Entscheidungen alle nur ein Ende finden, den Tod. Es ist zwecklos, Clive. Also gib endlich auf. Warum lassen wir nicht all das hinter uns? Einfach alles beenden. Warum rettet mich keiner? Warum liebt mich denn niemand? Dieser Schmerz! Ich verzehre mich nach ihr! Was soll ich noch für sie opfern? Aus Wille wächst Verlangen. Es wird stärker und verzehrt euch. Zerstört eure Vollkommenheit. Hört ihr denn nicht, wie die Welt stöhnt und seufzt unter der Last eurer hungernden Herzen? Aber du könntest all dem ein Ende setzen. Ende setzen. Das ist alles nur Illusion. Wach auf! Lass uns nach Hause gehen, Clive. Clive. Ja, Clive. Mein Bruder. Bruder. Dich erinnern. Clive.
Nochmal, bis du es weißt. Mein Name ist Clive. Clive Rossfield. Da! Ultima. Selbst hier wird das Licht des Leibes Willen nicht erstickt. Und der Phönix? Wie ist es ihm gelungen, hier einzudringen? Unmöglich. Es sei denn, dass er bereits Bestandteil von Mythos war. Ein Mal des Phönix, eingebrannt in sein Herz, hat durch die Kraft des Willens Gestalt angenommen. Der Wille vermag zu schöpfen. Ist das möglich? Ist Ihr Wille wirklich so mächtig? Wie lange willst du noch reden? Verdammt, Clive! Wach auf! Das tat weh. Ich weck dich nur ungern. Aber wir müssen hier schnell raus. Am besten jetzt. Wovon redest du überhaupt? In der Wiege des Ursprungs erwachen unsere wahren Kräfte. Und dort wirst du Vollendung erfahren. Bald, Mythos. Bald wirst du zum ersten Mal erkennen, was wahres Leid bedeutet. Lied.
Sein Choral bebend. Ein Crescendo bis zum letzten finalen Moment. Was verborgen lange dämmerte, erwachet nun. Die Welt zurück an der Quelle. Bleiben die zwei verdammt! Der Kristall ist doch schon weg! Oh, meine Fresse! Ist das Äther? Was in Gvigos Namen geht hier vor? Nichts Gutes. Wir sind zurück. Clive! Joshua! Jill! Ist jemand verletzt? Wir nicht. Was ist passiert? Erst müssen wir hier weg. Mit! Ablegen! Los! Beeilung! Zurück aufs Schiff! Ich folge euch sogleich. Danke. Eine ganze Menge mit allen zu besprechen. Als erstes rede ich mit Otto. Clive! Zu viel Gill in der Tasche? Du machst mich noch arm, mein Junge. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ist was kaputt? Und was darf sein?
sollte eine Weile halten. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Und? Ah. Ich halte die Esse heiß. Kann ich dir heute behilflich sein, Klein? Nur für dich. Hier, bitte. Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht mehr. Wie ich sehe, lebst du noch. Dieses unheimliche Ding am Himmel geht auf dein Konto, vermute ich. Was hast du angestellt? Ist eine lange Geschichte, die ich gern nur einmal erzählen würde. Ist gut. Ich rufe alle zusammen. Dann wohl alle. Wie ihr euch denken könnt, hat Ultima diesen Kristall am östlichen Horizont darauf beschworen. Er nennt ihn Ursprung. Welche Bedeutung dieser Name trägt, ist noch unklar. Es macht keinen Unterschied, wie er heißt. Er hat die Chasia den Untergang gebracht. Nun ist meine Heimat endgültig Geschichte. Die Türme des Kristalldominiums wurden bereits in den ältesten Überlieferungen erwähnt. Doch meines Wissens gab es bisher keinerlei Hinweise auf ihre wahre Beschaffenheit, dass es die Hörner eines schlafenden Dämons sein sollten. Nein. Wenigstens kam ihr Ende schnell. Andernorts kämpft das dalmekische Heer verzweifelt gegen das Chaos an, das Randela verschluckt. Kanva steht in Flammen und Sanbrek. Unsere Verbündeten warten auf Antworten. Ich habe die Fluchbrecher geschickt, damit sie ihnen Schutz geben, aber der bedeutet im Moment einen feuchten Schiss. Wie sollen sie denn aufhalten, was der Himmel losgebrochen hat? In ganz Valestea geht es den Menschen von Tag zu Tag immer schlechter. Ist es möglich, dass dieser Mutterkristall wie die anderen ist? Dass er den Boden auch älter entzieht? Es sah zumindest danach aus, ins Dunheer. Das würde erklären, warum sich die Fäule auf einmal so viel schneller ausbreitet als zuvor, oder nicht? Der Äther steigt langsam an die Oberfläche und sammelt sich, bricht aus und verwandelt alle, die ihm nicht standhalten können.
Die Arke oben, Ätherfluten von unten und in der Mitte hilflos ausgeliefert. Die letzten Überlebenden. Du hast recht. Als wir in Stonehöhe waren, sagte Ultima, dass seine wahren Kräfte in diesem Kristall erwachen würden. Eins ist klar. Er darf nicht noch stärker werden. Um ihn aufzuhalten, müssen wir ins Innere des Kristalls. Und wie sollen wir das anstellen? Das Ding schwebt am Himmel. Und nicht mal die Enterprise kann einfach so abheben. So kommen wir nicht weiter. Wir sollten uns alle etwas Ruhe gönnen und nachdenken. Wir finden schon noch eine Lösung. Keine Sorge. Habe ich recht, Clive? Ja. Hast du. Also verzieht euch. Wird's bald. Das gilt auch für dich, Clive. Hier zu grübeln bringt dich nicht weiter. Glaub mir. Geh frische Luft schnappen. Ja, danke. Ich rede mal mit Joshua.